Heute ist der 13. Februar 2023, mein 28. Geburtstag und außerdem der Beginn von dem hier. Take 436, keine Ahnung. Ich zähle nicht mehr mit. Ich versuche hier seit 2 Stunden dieses YouTube-Video aufzunehmen und ich weiß nicht, warum es mir so schwer fällt. Eigentlich sollte ich wissen, wie man YouTube-Videos aufnimmt, weil ich die letzten Jahre ja nichts anderes gemacht habe, als andere Creator dabei zu unterstützen, YouTube-Videos aufzunehmen. Hinter der Kamera aber allerdings, was anscheinend deutlich einfacher ist. Ich finde es interessant, was es für einen Unterschied macht, vor der Kamera zu stehen. Ich habe ja mir überlegt, dieses Format zu machen, um die Person vor der Kamera besser zu verstehen, um meinen Job einfach besser zu machen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mein Perfektionismus so heftig reinkickt, nur weil ich vor der Kamera bin. Mein Anspruch ist so hoch einfach gerade für dieses erste Video, obwohl ich noch nie ein YouTube-Video gemacht habe. Okay, für die Leute, die mich schon länger kennen, es gab schon mal Videos auf YouTube von mir, aber... Hey, was geht ab und willkommen to a new episode of the Never Vlog. Weiß ich jetzt nicht. Mr. Beast hat in einem Podcast darüber gesprochen, dass die meisten Leute, die YouTube machen wollen, daran scheitern, ihr erstes YouTube-Video überhaupt hochzuladen. Weil sie so perfektionistisch daran gehen und so hohe Ansprüche setzen, dass sie lieber kein Video hochladen, als ein nicht perfektes. Und sein Vorschlag dazu war, lieber erstmal 100 Videos zu machen und sich stetig zu verbessern, als sich so darauf zu fokussieren, sein erstes perfektes Video zu machen. A lot of people get analysis paralysis and they'll just sit there and they'll plan their first video for 3 months. And all you need to do, this applies to people who have not uploaded videos but have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos. And improve something every time. Do that. And then talk to me on your 101st video. Heute ist mein 28. Geburtstag. Das heißt, es sind ungefähr 104 Wochen bis zu meinem 30. Und ich habe mir vorgenommen, in den nächsten 104 Wochen 100 Videos zu drehen, die stetig besser werden, um zu verstehen, wie es ist, die Person vor der Kamera zu sein. Wie ist es, volle Verantwortung zu tragen für das, was auf YouTube ausgespielt wird. Und ich freue mich jetzt schon auf das Video, was wir an meinem 30. Geburtstag hochladen werden, wo ich darüber sprechen kann, wie es war, diese 100 Videos zu drehen. Was für Videos das werden, weiß ich selber noch nicht. Aber die Leute, die mich kennen, wissen wahrscheinlich, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also, falls euch das interessiert, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns nächsten Montag um 18 Uhr. Wir haben festgestellt, dass man Kinderlieder auch so singen kann, wie im Stadion. Also, und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya.